Freunde, dieses Jahr ist es soweit. Ich bin auf großer Live-Tournee durch Deutschland und Österreich. In Deutschland sind wir in Hamburg, Düsseldorf, Essen, Jena, Stuttgart. In Österreich diesmal auch richtig unterwegs. Graz, Linz, Salzburg, Wien. Ja, da sind sie alle und noch viele andere Städte. Alle Infos unter eventim.de. Und jetzt geht's los. Das schnelle Nummer. Heute braucht ihr genau 4 Zutaten. Wir machen ein wunderbares, selbstgemachtes Käsebrot, nenne ich es mal. Und pass auf, also wir brauchen Brot, einen Camembert, ein bisschen Thymian und Speck. So, das packen wir uns beides zur Seite. Jetzt nehmen wir uns das Brot und denkt an dieser Stelle bitte dran, diesen Channel zu abonnieren. Wir freuen uns sehr. Jetzt, pass auf, Messer nehmen. Oh, hast du das Geräusch gehört? Swing. Das ist Ninja. Ja, Ninja-Händler. So, der älteste Ninja der Welt. So, ihr packt jetzt das sozusagen, macht ihr euch eine, ihr müsst ja Maß nehmen, weil die Idee ist, dass wir den Camembert ins Brot hineinbekommen und dann backen. Jetzt pass auf. Jetzt hier mit dem Messer einmal um den Camembert drumherum schneiden. Ruhig ein bisschen großzügiger, ne? So. Auch schon mit einer gewissen Tiefe arbeiten. So. Jetzt sind wir einmal drumherum. Sehr gut. Jetzt können wir den Camembert wegnehmen. Und jetzt arbeitet man mit dem Löffel. Die ist gerade abgegangen. Nehmen wir mal zur Seite. Gucken wir, wo ist der Schnitt. Und gehen dann mit dem Löffel rein. Und arbeiten. Guck mal, brauchen wir gar nicht groß hinterher arbeiten. Ey. Der Fadi, du mit einem Schnitt. Alter! So, jetzt sieht man hier, das passt natürlich noch nicht ganz. Und jetzt machen wir es mit dem Löffel, kratzen wir das Brot ein wenig aus, dass wir Tiefe in das Brot bekommen, weil wir wollen wirklich, dass der Camembert in dem Brot gart. Was mache ich mit dem restlichen Brot? Könnt ihr in der Pfanne rösten, Fische mit anfüttern, auf was ihr Bock habt. Ne? Für eure Kinder sagen, heute gibt es kein richtiges Brot, heute gibt es nur Krümel. Läuft nicht mehr so. Könnt ihr gucken. So, Platz machen, das passt. Jetzt aber erstmal Speck, pass auf, ist ja ein bisschen wie live on tape heute. Speck aber so einlegen, eine Scheibe zu der einen Seite. Nur guck mal hier, das ist ja keine Scheibe, das legen wir mal zu. So, und dann die Scheibe zur anderen Seite auch. Dass das schön lang ist, weil wir den gleich noch einschlagen wollen. Und das macht ihr jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Speck ist verlegt, jetzt kommt der Camembert. Aufrecht hin und auf der einen Seite öffnen wir ihn sozusagen mit dem Messer die obere Schicht wegschneiden. So, jetzt drücken wir ihn in dieses Loch rein, richtig kräftig nachdrücken. Obendrauf frischen Thymian und jetzt kommt der Speck auf den Käse. So. Das ist doch, das sieht doch schon geil aus, ey. Das ist wie auf so einem Mittelalterfest. Weißt du, wo die ganzen Beknackten sich mit den Keulen auf den Kopf hauen und so, ne? Kennst du das? Die sind doch alle irre. Ich sehe mal im Stadtpark, die sehen aus wie bei hier, wie bei so Mittelalter-Dingern. Herr der Ringe. Nee, ja, und dann hier mit Wurfstern und hier, wie heißt das Ding noch, die Kugel dran? Wie heißt Morgenstern. Das noch? Morgenstern, Lanzen und hauen sich da auf die Fresse. Alter, aber gut, ne? Jeder, worauf er Bock hat, ne? Und Alter, auf jeden Fall. Wir hauen. Wie heißt das? Lab, ne? Wie Lab? Ja, Lab, wie dieses Teil der Nationalgerät. Nee, L-A-R-P, Live Action Roleplay oder so. Ach, bist du da auch manchmal? Nee. Ah, aber okay. Das weiß ich. Dann gucke ich dir nächstes Mal genauer hin. Ich war vom Erzieher, von meinem Sohn aus der Kita, aus der Alten. Okay. Der hat aber nicht sowas gemacht, nur diesen Kampfquatsch. Ja. Sondern der hat sich richtig, also richtig einen Charakter ausgesucht. Und da gibt es da so Feste, wo die so 4-5 Tage sind. Und dann sind aber so 10.000 Leute, die leben richtig das Leben. Ach, okay. Alter, für Tage lang. Ja, für die haben wir dieses Rezept gemacht. Genau. Ein selbstgemachtes Camembert-Brot, was jetzt bei 200 Grad in den Ofen geht. Ahoi! Oder was sagt man da? Nee. Was sagt man denn da? Weidmanns Heil? Nee, weiß nee. Auch nicht. Gut Schlag. Egal, wir fangen das Brot jetzt rein. Letzten Sekunden laufen. Und 18 Minuten bei 200 Grad war das Ganze jetzt drin. Bing bong. So, dann gucken wir mal. Mmh, schau mal. Speck kross,
Der Käse schön weich wie so ein Raclette. So soll das sein. Jetzt wird probiert. Läuft oder was? Wir haben uns gedacht, zum Probieren machen wir natürlich, wir sind ja im Mittelalter, Gothic, machen wir natürlich die passende Musik zum Probieren. Type O Negative, Pete Steele, Gott hab ihn selig, einer geilsten Frontmänner und Sänger. Aber jetzt probieren wir mit ein bisschen Black Number One im Hintergrund. So, hier an der Seite, schönes Stück runter. Speck ein bisschen aufziehen, guck mal her. Oh, guck mal. Dann geht es mit dem Brot rein. Das hier. Oh, geil, ne? Speck drauf. Na? Er hat mir so ein bisschen einer gut. Ich hole auch so einen Helm, so einen Morgenstern. Und dann gibt es auch richtig. Hör noch ein bisschen Type O Negative. Geil, lecker. Auf die 12. Happy Day. Hier ist die Einkaufsliste. Und die Einkaufsliste fürs Käsebrot für Mittelalterfreunde haben wir ein Brot, ein Camembert, 10 bis 12 Scheiben Speck, 4 Zweige Thymian. Guten Appetit! Das war Henslers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter henslers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.